Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil Alter Sack zockt. Alte Games. Ja, Outcast mussten wir abbrechen wegen diverser Performance-Probleme. Ist ja jetzt nicht so wild, möchte ich euch auch nicht mit auf den Nerv gehen. Also stapfen wir jetzt erstmal wieder hier hinaus. Wir haben erfahren, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir alle überzeugen müssen, dass wir der Ulukai sind, damit... nein, das wollte ich nicht so. Damit die Lieferungen eingestellt werden und damit auch die Krieger in den einzelnen Abschnitten nicht so stark werden und sind. So. Wusch, wieder zurück nach Shamazar. Von Ranzar nach Shamazar. So, wir wissen ja jetzt, dass hier eigentlich auch ziemlich üble Dinge auf uns warten. Aber wir gehen kurz tauchen. Und wie gesagt, dort oben rechts ist der ganz klitze-klitze-klitze-klitze-mini-mini-mini-mini-mini-mini-Balken aufgetaucht. Das ist unsere Atemluft. Ja, also solltet ihr das Game mal zocken, immer drauf achten. Es ist einfach übel. Es ist nicht so ähnlich wie bei Tomb Raider, wo man dann echt jedes Mal darauf wartet, komm, jetzt bringen wir Lara um. Sondern es ist dann hier dann doch schon ganz schön übel. Weil man ja auch nie weiß, wo das letzte Gamsaft war. Oh, da kommt so ein Stinker. Und das finde ich jetzt ziemlich uncool. Aha. Okay, die lassen sich vertreiben. Das ist schon mal etwas, weil Tiere töte ich ungern. Es sei denn, um sie zu essen. Das ist was anderes. Wie gesagt, wenn es nur noch vegetarisch gibt, esse ich Vegetarier. Huhuhuhaha. Dummer Witz, ich weiß. Dummer Witz. Aber er muss gemacht werden. Ja, gut. Ist natürlich die Frage, beschäftigt man sich erstmal nur mit einer Insel oder reist man denn ruhig mal zur anderen Insel und beginnt da auch mal so ein bisschen zu intervenieren? Das ist die große Frage. Doch bevor wir uns weitere Fragen stellen, laufen wir erstmal weiter diese Insel oder Stadtteil oder Erdteil, Planetenfleck. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Sagen wir mal, nennen wir es mal Gegend. Laufen wir erstmal die Gegend ein wenig ab. Weil dort hinten erscheint ja auch noch was aufzutauchen. Ach komm, wir rutschen mal hier runter. Cutter Slate, der eiskalte Typ. So, fein, fein, fein. Was haben wir denn da drüben? Riesibauer mit Riesi-Viech. Die Treppen sind also wirklich dazu gedacht, dass wenn ich hier mal so hineinplumpse, auch irgendwann mal wieder ins normale Land komme. Oh, ho, 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 ho. Hey, bin ich froh, dass ich keine Facecam habe. Ah, ist so eine Treppe. Ich weiß auch gar nicht, also wir waren ja auch auf so einem Hügel. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den hier schon gemacht haben in einem Safe Game oder nicht. Weil, oh, 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 da sind natürlich Ulukai Huska Buska. Die mögen uns nicht. Ist mir jetzt aber auch egal. Ups, Knarre raus. Und dann werden wir mal schauen. Weil er, oh, ah, er macht so komische Granatendinger. Die sind schon recht ätzend. Wow. Wow. Aber so langsam komme ich dahinter, wie man hier so ein bisschen... Ah, wow. Wie man die Leute denn doch mit dem roten Punkt erwischt. Hier gibt es nicht den grünen Punkt, hier gibt es den roten Punkt. Schade ist einfach nur, wie schon erwähnt, das rauf und runter zielen ist hier leider nicht möglich. So, der ist schon mal... umgehauen. Oh, 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 der mit seinen Granaten hier. Eieieiei. Und ich weiß auch gar nicht, ob es hier sowas wie ein Erfahrungspunktesystem gibt oder so. Stirb, du Unhold. Du magst den Ulukai nicht, aber das bin ich. Ich bin der Ulukai. Oh, nein, 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 nein. Oh, jetzt wäre ich fast in seine blöde Granate hineingelaufen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh. Heidanei. Welch positive Möglichkeiten.
dieses Spiel bietet. Boah. Komm, mein Freund. Lass mal was fallen. Mach das dein... Wie auch immer. Das Zeitige gesegnet. Vielleicht habe ich sie auch schon eingesammelt. Wir gehen weiter. Gut, die haben wir erledigt. Das finde ich schön. Ist die Frage natürlich, kommen sie wieder? Tauchen sie einfach wieder auf? Diese Frage werden wir uns jetzt nicht weiter stellen. Sondern wir hüpfen mal schnell zum Gamsaf und nutzen dies. Wingelingling, Bingelingling. Dann gehen wir auf Slot 2. So, sehr schön. Und haben damit auch diesen Kampf erfolgreich gespeichert. Gespeichelt. Was ist denn eigentlich hier oben? Hier oben sind Spinnchen. Ja, Spinnchen sind nicht gerade freundlich. Aber die schießen nicht. Also von daher... Ja doch, die schießen schon, aber nur mit so Netzen und so. So Kram, den man abwaschen kann. Sagen wir es mal so. Aha. Hohem Adrenalingehalt. Also, das war schön, ne? Ja. Zack. Ui. Roten brauchten wir auch. Also roten Kristall für irgendwelche Munitionsherstellungen, glaube ich. Da sind jetzt nur Bauern, keine Bösen. Dann hüpfen wir nochmal mit einem riesen... Oh, Sprung darüber, was natürlich nicht funktioniert. Aber das macht nichts. Da drüben haben wir einen Key. I've got the key. Ui. Guck, Katastrophe. Auf dem Popöchen. Ja, immerhin, also. Das ist so selbst dann. Macht, dass ihr hier wegkommt. Warum? Was ist denn los? Wie geht es dir? Hat mich gefreut, dich zu sehen, Olokai. Aber bitte entschuldige uns jetzt. Beim Kar-Tempel hat es einen Unfall gegeben und wir müssen alles wieder in Ordnung bringen, bevor die Krieger sich darüber aufregen. Ja, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Olokai, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben alle solche Angst. Die Krieger werden bald wieder hier sein, um uns auf die Felder zurückzuschicken. Und wenn wir bis dahin nicht alles gehört... Krieger im Anmarsch! Wow! Ja, feist, feist, liebe Freunde. Aber erstmal Karate Kid und jetzt... Zack, 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 sofort niedermetzeln hier. Ihr seid böse. Ihr mögt die Risi-Bauern nur, damit sie euch Essen geben. Ihr wollt aber nichts dafür tun, außer böse sein. Das geht hier nicht. Ich zeig euch jetzt mal, wie das Cutter Slate erledigt. Boah, Cutter Slate, der jetzt Olokai heißt. Ah, ich hab auch ihn, das ist gut. Das ist sogar mehr als gut. Ist nur die Frage, komme ich denn überhaupt hier hoch? Cutter Slate schafft es nicht. Meine Güte, was denn? Was willst du von mir? Komm. Gebt die Felsen an! Na los doch! Olokai, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben alle solche Angst. Die Krieger werden bald wieder hier sein, um uns auf die Felder zurück... Ja, das hatten wir ja schon. Ja, wir hatten gerade den Kar-Tempel repariert, als wir dieses schreckliche Geräusch des Gordors hörten. Wir hatten Angst. Und dann fielen die Felsen herab. Jetzt schießt da schon wieder einer auf mich. Zack, weil... Das ist er da hinten, ne? Er ist ja so feige. Guck dir das an. Oh, er läuft weit, weit weg. Weißt du was, Kollege? Das ist noch ein Key. Hui. Oh, das ist natürlich Mist. Ups. Ei. Cutter, lad nach. Ei, Cutter. Halt durch, Cutter. Oh, boah. Sehr schön. Ist mir jetzt warm geworden. Knarre weg, weil das sind ja eigentlich alles freundliche Risi-Bauern. Jodale. Jetzt mal schnell hier rüber. Und dann möchte ich gerne nochmal mit dem reden, weil da stand ja jetzt die Option, wie kann ich helfen? Und das wäre ja dann eventuell schon mal eine Option, dass hier die Risi-Lieferungen zu den Bösen. Da ist auch so ein komisches Ding da vorne. Seht ihr das? Zu den Bösen unterbrochen wird, weil dann sind die Bösen gar nicht mehr so stark. Und wenn Böse nicht mehr stark sind, kann Böse gar nicht mehr so böse sein. Ich krieg den Schlüssel nicht, wollte ich gerade schreien. Auf dem Popöchen.
Ja gut, den holen wir uns gleich. Ich will jetzt erstmal mit dem reden, weil die sollen nicht abhauen. Ich helfe euch, ich helfe euch. Komm, Freund. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Oh nein, Ulokai. Verschwende deine wertvolle Zeit nicht mit unseren Problemen. Wir müssen das selber aufräumen. Du hast uns mit deiner Anwesenheit hier schon genug gesegnet. Bist du sicher? Ja. Ich wünschte nur, die Jods würden uns helfen und eine Stange Dynamit vom Himmel werfen, mit der wir die Felsbrocken in viele kleine Stücke sprengen könnten. Ich habe Dynamit. Wo kann ich Dynamit bekommen? Ich habe gehört, wie sich die Risi-Zähler an der Westseite des Fee-Tempels darüber unterhalten haben, dass sie in den Gewässern um den Tempel Dynamit gesehen hätten. Ja, das ist auch so. Leute, evokieren dann erstmal, was ist denn der Gorgor? Was ist ein Gorgor? Der Gorgor? Ich kann es gar nicht fassen, dass ich ihm so nahe bin und trotzdem noch lebe. Nur die Schamas besuchen noch den Kar-Tempel und sogar sie gehen nicht mehr hinter das Gebäude. Klingt gefährlich. Oh ja, Ulokai. Er schläft jetzt. Aber es heißt, dass der Gorgor manchmal der Grund dafür ist, dass ein Talaner verschwindet. Man erzählt sich Geschichten, dass Talaner bloß einen Fuß in den See gesteckt haben und nie wieder gesehen wurden. Soll ich mir das mal genauer ansehen? Nein, Ulokai. Die Talaner brauchen dich als Unterstützung gegen Feran. Versuche nicht, gegen den Gorgor zu kämpfen, solange du ihn nicht unter Wasser angreifen kannst, während er schläft. Ich habe gehört, dass er nichts fühlt, aber dennoch wittert, wenn jemand in seinen See steigt. Heidanei, ja, dann evakuier mal bitte die Leute. Warum schaffst du deine Männer nicht von hier fort? Warum, Ulokai? Wir haben noch viel zu tun. Mal sehen, ob ich die Sache für euch beschleunigen kann. Ich werde versuchen, den Weg zu räumen. Wenn es einer schnell schafft, dann du, Ulokai. Ja, ja. Live. Verschwindet von hier! Der Ulokai hat irgendetwas vor. Beeilung! Also muss ich jetzt. Ich hab. Achso, da oben. Da oben muss ich machen. Kann ich da oben jetzt auf verrückte Art und Weise beklettern, kann ich nicht. Dynamit. Unter Waffen? Ja, wohl weniger, ne? Dann unter Ausrüstung. Was haben wir denn da? Dreimal Dynamit. Zack. Oh, Alter. Ah, ein Böller hier. Das war aber auch einer. Wie kann ich den nutzen? Sollte ich vielleicht erstmal ganz schnell das Dynamit aus der Hand legen? Meck. Ach so, das muss ich einmal hier, einmal da. So. Und jetzt hätte ich gerne das hier. Das würde ich jetzt gerne anwenden, weil ich kenne mich. Ich und Dynamit. Ich würde mal sagen, das geht in die Hose. Wir nehmen mal Slot 32. Und jetzt können wir mit dem Dynamit herumfuhrwerken. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Achso, da muss ich jetzt drauf schießen, oder? Ey Jungs, seid ihr verrückt? Geht da weg! Jungs, haut ab da! Schnell! Macht, dass ihr hier wegkommt! Ja. Hebt die Felsen an! Na los doch! Das geht so nicht. Das geht so auch nicht. Ja, sie sind Sprengkörper. Schnell. Ja, was denn nun? Schnell! Macht, dass ihr hier wegkommt! Ja. Die müssen da auch weg, weil sonst komme ich nicht mehr zum Dynamit. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich das da entzünden soll, außer es anzuknallen. Bäm, aber es geht nicht. Was soll das denn? Was verstehe ich hier wieder nicht? Warum bin ich so dumm geboren? Hebt die Felsen an! Na los doch! Ja, genau. Geht da mal weg, ihr Süßen. Danke. So. Ich komme einfach schnell nicht auf das Dynamit. Macht, dass ihr hier wegkommt. Und es bringt auch nichts, da drauf zu schießen. Schnell! Doch. Macht, dass ihr hier wegkommt. Ja, das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Aber das wäre der Weg gewesen. Also zumindest schon mal hier lang. Das haben wir
explodieren lassen. Was haben wir hier? Ah, hier können wir da bestimmt irgendwas reintun. Da ist doch so ein Slot. Was steht denn da? Ach, fremde Vegetation mit hohem Adrenalinniveau. Wenn ich jetzt mit dem quatsche, heißt das, es ist alles wieder gut? Oder was? Oder wie? Weil der Schrott ist ja jetzt weg, Freunde. Was mit dir? Alles gut? Ich habe eine Frage. Meine Frage. Wie wär's mit einem Dankeschön? Du verdienst viel mehr als das, Ulukai. Aber ich kann dir nicht mehr als dies hier geben. Du bist ein gutes Wesen. Ja, das hoffen wir. Was wir bekommen haben, weiß ich nicht. Das ist mir jetzt auch relativ egal. Wir haben ihm geholfen und fühlen uns dadurch natürlich super gut. Wir fühlen uns dann wie ein super heftig guter Mensch. Ich schau mal, dass ich da drüben zu diesem Geflimmer komme. Ob ich jetzt wirklich hier diesen Umweg machen muss, ist die Frage. Ja, man sieht ja, ich hätte nicht machen müssen. Aber, hahaha. Hier diese Symbole, die haben doch bestimmt Bedeutungen für die einzelnen Dinger da. Gibt's hier Map oder so? Ja, da unten gibt's eine Map. Ja, hier unten haben wir eine Weltmappe. Ah, nee, Fisch, Gebirge, ja doch, Gebirge, Fisch, Palme. Egal, wir gehen jetzt einfach mal hier rein, was passiert? Dann reden wir mal mit ihm. Verzeihung, Kumpel, hallo. Ich grüße auch dich, Ulukai. Ich bin Zeo, der Hüter der Phantasma-Quelle. Ah, cool. Was ist die Phantasma-Quelle? An der Phantasma-Quelle werden alle Talana-Kinder zu erwachsenen Talanern konvertiert. Sie stellen sich in der Nähe der Quelle auf und die reine Phantasma-Energie, die aus dem Herzen Adelphas hervorströmt, durchflutet sie. Ist das nicht gefährlich? Oh nein, Ulukai. Im Gegenteil, es ist sehr angenehm. Erst danach weiß ein Talana, welches wahre Phantasma er besitzt. Ich wurde an meinem Konvertierungsmond zu einem Eloe-Talana konvertiert und bin seither mit der Aufgabe gesegnet, die Phantasma-Quelle zu hüten. Kann sich dein Phantasma ändern, wenn du noch einmal in die Nähe der Quelle kommst? Nein. Die Quelle gibt einem Talana sein Phantasma nicht zufällig. Sie aktiviert lediglich das Phantasma, das im Inneren eines Kindes verborgen ist. Was hat diese Phantasma-Quelle für eine Geschichte? Die Phantasma-Quelle wird von allen Talanern schon seit Tausenden von Monden benutzt. Den Vorfahren, der hier als erster sein Phantasma empfangen hat, nennen wir den ersten Talana. Er kam zu der Quelle und war neugierig, was sich darin befand. Als er näher kam, durchflutete ihn die Phantasma-Energie und konvertierte ihn zum K-Talana. Wie hat er es gemerkt? Bald darauf konnte er sein neues Phantasma benutzen, um andere Talana zu heilen. Später gingen dann alle Talana zur Quelle. Man fand heraus, dass Talana, die zu jung waren, ihr Phantasma noch nicht empfangen konnten. Und so halten wir jetzt Konvertierungszeremonien mit den talanischen Kindern ab, wenn sie alt genug sind. Ich hatte auch einmal eine Art Konvertierungszeremonie. Allerdings auf dem Rücksitz eines Ford Mustang. Alle Talaner freuten sich darauf, dass sie auf genau demselben Stein stehen würden, auf dem auch der erste Talaner gestanden hat. Aber dieser Stein, der Phantasma-Stein, wurde von Kroax entwendet. Aha, das ist also dieser Phantasma-Stein. Okay. Ja, komm, erzähl uns. Warum hat Kroax den Phantasma-Stein genommen? Kroax ist ein machthungriger Talana. Er glaubt, wenn er den Phantasma-Stein besitzt und ihn für seine Gebete im Fae-Tempel benutzt, könnte er den Jotfe überzeugen, ihm während der Konvertierungszeremonie mehr Krieger zu bescheren. Und? Funktioniert es? Ich glaube nicht. Er hält den Stein irgendwo außerhalb des Fae-Tempels versteckt. Wenn jemand ihn mir zurückbringen würde, wären die Krieger außer sich. Außer sich? Ja. Sie alle betrachten ihn als ihr persönliches Zeichen der Ehrerbietung an die Jods. Wenn er verschwinden würde, würden die Krieger ihren Mut verlieren. Aber die Arbeiter in Shamazar wären überglücklich. Alles, was dazu führen würde, ihrem Leben wieder eine Wendung zum Normalen zu geben, wäre eine willkommene Abwechslung. Willst du mir damit etwas Bestimmtes sagen, Zeo? Oh nein, Ulukai! Ich denke nur laut nach!
Gut, dann hören wir uns auch noch die Info über die Kinder an und dann möchte ich da hinten, wenn ihr mal da hinten hinschaut, also ganz da hinten, quasi vor der Nase von Cutter, da ist eine Tür und wir haben ja eben so mit Mühe und Not den Schlüssel bekommen. Da möchte ich noch hin. Sag mal, Zeo, was ich dich noch fragen wollte. Wie kommt es, dass ich hier noch keine Kinder gesehen habe? Oh, dafür gibt es einen einfachen Grund, Ulukai. Sie befinden sich alle in der sicheren Obhut der weiblichen Talaner auf Kizar, einer Insel, die sehr weit von der Region Okasankar entfernt ist. Ja, das ist natürlich auch von Vorteil, ne? Kinder von all diesem ganzen Mist der Erwachsenen fernzuhalten. Auf der anderen Seite, wie soll man denn irgendwie irgendwas über irgendwas lernen und über irgendwen? Naja, gut. Warum gibt es hier keine Frauen? Ah ja, die Frauen. Ich vermisse sie. Ich kann die nächste Zeit der Empfängnis kaum noch erwarten. Ich glaube, dieses Mal gehöre ich zu den Glücklichen. Was redest du da? Wo sind sie? Oh ja, die weiblichen Talaner leben alle zusammen auf einer großen Insel namens Kizar. Alle paar hundert Monde öffnen sie die Pforten zu ihrer Insel und alle Männer lassen alles stehen und liegen und begeben sich dorthin. Man muss von der Stadt Syana in Okasankar aus dorthin reisen. Aber man kann es nur zu diesem Zeitpunkt tun. Der einzige Mann, der vor der Zeit der Empfängnis auf die Insel darf, ist ein Schamas. Und was passiert dann? Wir Männer versammeln uns und versuchen uns den Frauen gegenüber als würdig zu erweisen. Sie beobachten uns und suchen sich aus der Menge diejenigen aus, die sie wollen. Diejenigen? Du meinst mehr als einen? Ja, sie können machen, was sie wollen. Das Ganze dauert 5 Monde. Danach müssen alle Männer die Insel wieder verlassen und die Kinder mitnehmen, die bereit sind, konvertiert zu werden. Was passiert mit denjenigen, die nicht auserwählt werden? Die Frauen töten sie. Wie bitte? Nein, das war nur ein Scherz, Mukai. Sie müssen auf die Kinder aufpassen. Und ich glaube, das macht genauso viel Spaß, wie von einer Frau auserwählt zu werden. Bist du noch nie auserwählt worden? Ulukai, wir Talaner stellen solche Fragen nicht. Das ist sehr unhöflich. Du bist noch nie auserwählt worden. Jungfrau. Ich war krank? Jedes Mal. Ich will nicht darüber sprechen. Ich verstehe. Aber keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Oh, ist das knuffig. Meine Güte. So, dann sammeln wir mal eben schnell hier noch die anorganische Materie ein. Die Jungfrau wie hieß die jetzt nochmal? Sumpf? Zock? Zock? Nun gut, wie gesagt, ich möchte da oben zu dieser Tür. Denn wir haben uns ja diesen... Ach, da hinten ist die Tür. Oh, da sind auch schon wieder... Ach, das sind ja... Heidewitzka, Heidanei. Also ich habe gerade den Plan verworfen. Oh, die kommen auch direkt an. Das heißt, wir verdrücken uns. Ich würde jetzt gerne... Ach so, nee. Wir müssen also so oder so in die Nähe von denen, damit wir überhaupt wieder hier rauskommen. Heißt aber, wir passen einfach mal ein bisschen auf, ne? Vielleicht hier rum? Da kommen wir zu dem und das. Ja, doch, da kommen wir wenigstens etwas entfernt von diesen Typen raus. Und ich habe eben was von dem Schlüssel erzählt, aber wir haben den ja noch gar nicht. Was erzähle ich denn hier schon wieder? Der schafft das wirklich nicht, ne? Gut, dann müssen wir da irgendwie anders dran kommen. Ich will an diesen Schlüssel. Das ist mir jetzt egal, wie ich das mache. Schafft er es denn bis da hinten, da drüben, da, dort? Ist das denn überhaupt so ein... Ja, das ist... Aha. Ist halt so eine Sache mit dem Zielen und dem... Ups, und Popöchen. Oh nein, nein. Du hast versagt. Ja, ich habe immer irgendwie so sehr komische Enden, habe ich so den Eindruck. Aber das macht nun auch nichts, oder? Ich meine, wir sehen uns ja dann eh bei diesem geladenen Gamsaf. Schade ist einfach nur, dass ich dann die ganzen Informationen von dem nicht habe. Das heißt, ich müsste... Ja, wir machen das schon irgendwie so. Ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe... Als euer John Defool. Bis denne.